Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr euren Unified Controller auf Windows aktualisieren könnt. Wichtig ist in dem Fall, wenn ihr den als Dienst registriert habt. Wir fangen zunächst an. Wir gehen einmal in unseren Unified Controller rein, gehen dort auf Backups und würden jetzt einmal kurz ein Backup von den Settings machen. Mehr brauchen wir nicht. Wir gehen auf Download. Dann stellt er kurz die Daten zusammen. Wir können einmal kurz das Backup abspeichern. In dem Fall ist das für die Version 7.4.1.6.2. Gehen auf Speichern. Dann haben wir das Backup schon mal erstellt. Und wir würden jetzt einmal den Controller runterladen. Das geht wie folgt. Den Link packe ich euch nachher noch in die Beschreibung. In dem Fall gehen wir hier hin, gehen auf Download. Dann seht ihr Unify Installer. Speichern. Und ihr könnt jetzt nicht einfach die Installation drüber prügeln bzw. drüber installieren, sondern wir müssen erst Vorbereitung treffen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier hin. Wenn ihr nämlich jetzt hier einmal nachschaut, Moment, ich mache mal hier kurz ein, ja, habt ihr hier den Dienst. Den Dienst müsst ihr erstmal beenden. Währenddessen können wir schon mal das CMD öffnen oder die Eingabeaufforderung als Administrator ausführen. Dann geben wir als ersten Befehl diesen hier ein. Die packe ich euch daher noch in die Beschreibung. Und als nächsten Befehl diesen hier. Einen Moment, der hat es nicht richtig kopiert. Einen Moment. So, durch diesen Befehl wird jetzt der Dienst entfernt. Jetzt könnt ihr nämlich hier nochmal Reload machen und er ist weg. Und jetzt könnt ihr die Setup-Exe ausführen. Das heißt, wir gehen hier einfach mal auf den Unify-Controller, beziehungsweise unify-installer.exe. Geht auf Install. Dann fragt ihr hier, Your Network Server will update to, also neue Version. Wir gehen auf OK. Dann fragt er, ob wir ein Backup haben. Immer zur Sicherheit ein Backup erstellen. Man weiß nie, im Normalfall passiert nichts. Aber falls gegebenenfalls Strom ausfällt, was auch immer, kann das schon dann den Controller und die Konfiguration zerstören. Dann gehen wir aber auf Yes. Beziehungsweise Ja. Dann tauscht er sozusagen im Hintergrund alles aus. Jetzt macht er sogar eine Verknüpfung hier hin, die war vorher nett. Wichtig ist, den Haken rausmachen, starte Server now, Haken raus, Finish. Und jetzt müssen wir nochmal ins CMD und noch ein paar Befehle eingeben. Wir sind ja noch in dem Verzeichnis drin. Dann müssen wir zwingend diesen Befehl eingeben. Install SVC. So, ich gucke gerade mal kurz, welche Java-Version wir installiert haben. Perfekt, genau. Den Link packe ich euch dann auch rein. Das ist in dem Fall JDK. JDK, dann haben wir das hier. Öffnen wir kurz in Chrome. Muss man halt auch erstmal suchen. Die ändern nämlich gerne jedes Mal irgendwas ab. Gehen wir einmal runter auf Windows x64 und laden einmal die JDK runter. Kann man gerne als MSI runterladen und speichern. Es gibt da unterschiedliche Anbieter. Ich nehme halt jetzt diesen hier, damit er den vorhandenen aktualisiert und nicht irgendwie was neu installiert. So, dann schauen wir gerade nochmal nach. Dann gibt es noch hier einen Part, den wir beachten müssen. Wir müssen set Java Home Variable. Das ist in dem Fall der Part, weil das halt jetzt hier auf Deutsch ist. Der Rest passt soweit. Wir gehen auf Weiter. Installieren. Das Tool wird auch benötigt, wenn ihr den Controller neu installiert, da das normale Java 8 nicht mehr unterstützt wird für den Unify Controller. Unter Linux gibt es schon ewig Java 17, 18 und sowas, nur unter Windows normalerweise kennt man nur Java 8. So, einmal fertigstellen. Und jetzt machen wir den Befehl nochmal. Wahrscheinlich müssen wir gleich nochmal kurz resetten. Moment.
Ich hoffe mal nicht, dass ich neu starten muss. Testen wir gleich mal. Ah, sieht schon besser aus. Jetzt funktioniert auch der Befehl. Das heißt, einmal die aktuellsten JTK prüfen, welches verfügbar sind und runterladen. Packe ich euch in die Beschreibung. Dann gehen wir jetzt wie folgt vor. Wir gehen jetzt einmal hier rein und sehen jetzt, der Unify Network Server ist wieder da. Und jetzt gibt es noch den Befehl hier rüber. Man kann ihn manuell starten hier oder man gibt einfach hier den Befehl ein. Start SVC. Und dann siehst du im Hintergrund, dass der Controller wird gestartet. Wenn hier dann wieder die Eingabeaufforderung kommt, dann ist er fertig gestartet. Passt. Und wenn ihr jetzt hier nämlich wieder zurückgeht, neu laden, siehst du erstmal den Fehler. Und gleich siehst du, dass die Konfiguration im Hintergrund geupgradet wird. Dahinter hängt ja eine MongoDB und vom Grundprinzip, der aktualisiert die MongoDB, die Datenbank, also die Inhalte von der Datenbank und dann auch noch den Controller selbst. Das seht ihr jetzt. So, der Controller ist aktualisiert und jetzt können wir uns einmal anmelden. Schauen wir gleich mal nach, ob sich irgendwas verändert hat. Einmal schön anmelden. Ah, der hat jetzt auch schon wieder Sachen verändert. Ich vermute mal, das ist meine Importzone. In der Importzone ist natürlich kein Inhalt drin, deswegen zeigt er auch nichts an. Genau, das ist jedenfalls der Side-Switcher, den gab es ja vorher auch schon. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal hin und wählen zum Beispiel mich aus. Und jetzt sehen wir auch wieder die Punkte. Das heißt, wir haben hier ganz normal die WLAN-Teller. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Dadurch, dass der publiziert ist, ist es so, die Teller haben jetzt kurzfristig keinen Empfang gehabt. Also keine Kommunikation zu dem Controller. Der Controller ist veröffentlicht. Das heißt, das wird jetzt meistens so 5 bis 10 Minuten dauern und dann werden die Access Points nach und nach alle online wiederkommen. Und dann geht auch wieder ganz normal die Verwaltung über den Controller. Ja, das war es schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön.